Hallo zusammen, hier bin ich wieder mit einem fröhlichen Sommerbild. Die Seitenränder von meinem Papier habe ich mit einem Tesaband abgedeckt. Dann arbeite ich mit verschiedenen Hellblautönen, ein grünliches, ein sehr helles Hellblau. Und ich male einfach mal den Hintergrund, dann spontane Flecken, heller und dunkler. Dann ergänze ich mit etwas Weiß. Ich nehme dazu den kleinen Spachtel und verteile die Farbe ganz spontan. Das Tesaband gut andrücken, damit die Farbe nicht runterlaufen kann. Die Farbe ist noch feucht. Ich nehme das Tesaband wieder weg, damit das Band die Farbe nicht abheißt. Der weiße Rand gefällt mir sehr gut. Später bekommt das Bild noch ein Passepartout und wird gerahmt. Für das Bild habe ich ganz wenige Akzente vorgesehen. Ich habe mir ein Dunkelblau zusammengemischt, ein Ultramarin mit Schwarz und habe mit dem kleinen Spachtel einfach mal übers Papier gestrichen. Leider hat mich die Kamera wieder mal im Stich gelassen. Ich mache hier noch ein paar Ergänzungen. Mit dem Rest Dunkelblau mache ich kleine Farbspritzer. Dann habe ich mir ein Weiß mit etwas Wasser angemischt, mache noch ein paar Punkte dazu. Manchmal braucht es ganz wenig, um ein attraktives Bild zu machen. Weniger ist oft mehr. Das Bild gefällt mir sehr gut. Es ist spannend. Es hat schöne Akzente. Und ich bin zufrieden. Das Bild lasse ich trocknen. Und jetzt schaue ich mal, wie es aussieht mit dem Passepartout. Ich finde, es ist perfekt. Schreib mir doch in die Kommentare, wenn es dir auch gefällt. Ich mache ein bisschen Sommerpause. Hab hier noch Fotos gemacht für dich. Ich wünsche dir viel, viel schönes Sommerwetter und hier geht es weiter.